Und während wir zusehen, wie Regierungen Rettungspakete an Unternehmen und Banken vergeben, mit Geld, das sie natürlich amüsanterweise zuvor von den Banken leihen mussten, versucht man nun auch ganze Nationen mit Hilfe von Gruppen anderer Staaten durch die internationalen Banken zu retten. Aber wie sieht ein Rettungspaket für den ganzen Planeten aus? Es gibt kein Land da draußen, das noch nicht bis zum Hals in Schulden steckt. Die Kaskade an Zahlungsausfällen bei der Staatsschuldenrückzahlung kann nur der Anfang sein, wenn wir die Mathematik berücksichtigen. Man schätzt, dass allein in den Vereinigten Staaten die Einkommensteuer auf 65% angehoben werden müsste, nur um die Zinszahlungen der nahen Zukunft leisten zu können. Ökonomen befürchten, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte 60% der Länder dieses Planeten bankrott sein werden. Okay, jetzt mal ganz langsam. Habe ich das richtig verstanden? Die Welt geht bankrott, was zum Teufel das auch immer heißen soll, wegen dieses Konzepts namens Schulden, das in der materiellen Welt nicht einmal existiert. Es ist nur ein Teil eines Spiels, das wir erfunden haben. Und trotzdem steht jetzt das Wohlergehen von Milliarden von Menschen auf dem Spiel. Massenentlassungen, Zeltstädte, zunehmende Armut, Sparmaßnahmen, geschlossene Schulen, Kinder, die verhungern und andere Ebenen von familiärem Notstand. Und all das wegen eines kunstvoll erdachten Hirngespinstes. Sind wir eigentlich total bescheuert? Hey, hey, Mars, Alter. Kannst du mir vielleicht mal aushelfen? Werd erwachsen, Kleiner. Saturn, Alter, was geht denn? Kannst du dich noch an die heiße Sternschnuppe erinnern, die ich dir letztens klar gemacht habe? Ey, hör mal zu, Erde. Also langsam nervst du uns. Du hast alles bekommen und verschwendest es einfach. Ja. Du besitzt jede Menge Ressourcen, das weißt du. Wann wirst du endlich erwachsen und lernst, Verantwortung zu übernehmen, verdammt? Du brichst deiner Mutter noch das Herz. Sieh zu, dass du klarkommst. Ja, wie auch immer. Oh.